In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Opa! Guck mal, ihr Kopf jetzt! Hi ihr Lieben, wir waren gerade frühstücken im Kalk. Ich habe es aber nicht aufgenommen, weil uns das auch gar nicht geschmeckt hat und gefallen hat. Wir sind dann nach Hause gekommen, haben uns 4 Brötchen gekauft und haben Eier gemacht. Ich habe gerade bei einem Facharzt für Humangenetik angerufen. Wir haben da jetzt am Freitag einen Termin am 6.7. Und da haben wir wohl ein Beratungsgespräch. Ja, unsere Schwester leidet ja an einer Krankheit, an einer Schwimmkrankheit, wisst ihr ja. Und mein Bruder ja auch. Deswegen wäre es besser, wenn wir jetzt abgecheckt werden, ob bei uns auch der Fall ist. Ja, und sonst, Lena ist kurz ein bisschen baden. Es ist so warm draußen. Also, die Woche soll es ja komplett warm werden hier. Oh Mann! Oh. Morgen wird mein Zahn dann gezogen. Also, diese Woche stehen nur Termine an. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Ich muss die Wäsche aufhängen. Lina hat neue Sandspielzeuge bekommen. Weil wir waren ja in dem Tierpark letztens und da hat auch der Linas Schaufel und so vergessen. Linas Schaufel vergessen, sorry. Und ohne die Schaufel macht sie nichts. Deswegen hat sie nochmal so ein Set bekommen für 5 Euro in so einem China-Laden, glaube ich. So auf der Kalkhauptstraße. Ja. Und jetzt warte ich darauf, dass Lina fertig ist. Dann lege ich sie schlafen und wollte eigentlich auch kochen. Ich habe mir nämlich Hähnchenbrust gekauft. Der Eier. Der Eier. Sonst gibt's nichts. Später darf Lina dann raus mit mir auf den Spielplatz. Gestern waren wir übrigens bei Rossmann. Ich habe da ganz viele Wimperntuschen gekauft für meine Schwägerinnen. Ich glaube 6 Stück von Essence. Das, was ich halt selber auch benutze. Und da hat eins nur noch eins. Sacken. Da hat eins nur noch 1,92 gekostet, weil die haben 30% auf alle Mascara. Ja. Ich hole jetzt den auf jeden Fall raus und dann melden wir uns bei euch. Du kommst jetzt raus, ja? So ihr Lieben, ich habe jetzt gerade gekocht und zwar gibt es bei uns heute Hähnchenbrust in Sahnesoße mit Kräutern und Reis. Ich habe schon für Lina einen Teller vorbereitet. Sie wartet jetzt darauf, dass es ein bisschen abkühlt. Und dann isst sie das sehr wahrscheinlich auch. Ja, und wir waren eben einkaufen bei Edeka. Ich habe nämlich Schlagsahne gebraucht und mein Lieblingseistee war im Angebot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die meisten Arizona Granatapfel. Ja, das ist eine richtig fette Flasche. Genau. Ja, jetzt soll Lina mal was essen. Ich habe irgendwie keinen Hunger, ich habe Erdnüsse gegessen. Ja. Und dann mal schauen, was wir machen. Wir waren ein bisschen draußen, aber wir haben ja auch nicht gemacht. Sie hat auch gerade geschlafen bis 16 Uhr. Ja. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe mich nämlich dreckig gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Oberteil angezogen habe, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Ja. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Scheiße. Morgen wird mein Zahn gezogen, auf jeden Fall. Und Lina schaut ein bisschen Pepper. Huch. Und dann geht sie auch schlafen, ne? Papa, Mama, Papa.
Bus. Lena, warum klebt das hier auf dem Boden? Da bin ich am Weg. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Da. Anne. Ja. Also los, Kinder. Und schon geht die Anne, bitte. Da bin ich aber schon. Da war. Moment. Da bin ich. Da bin ich. Hier ist noch ein Ei. Dann bin ich. Dann Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden in den Ästen eines Baums. Ja, du korrigst doch mit der Kamera. Mips! Mips! Auf meinem Kapatschi? Nein! Euer Likör. Oh, die holen Leute deine Zähne raus. Mach mal deinen Mund auf. Schatz. Ja, die holen Mamas Zähne raus. Was denn? Was willst du? Ja. Ah. Ah, hier. Ah, Lena will aufnehmen. Nicht so. Du musst die Kamera echt gerade halten, Mama. Lena. So, so, so. Was machen die mit Mama Doktor? Was macht der Arzt jetzt gleich? Pieps, ne? Was macht der Arzt jetzt? Tamam, gebe ich dir gleich. Pieps, ne? Hi, ihr Lieben. Wie ihr mitbekommen habt, wurde mein Zahn gezogen. Das war eine richtig schwierige Geburt. Ich hatte statt zwei Wurzeln drei. Mein Zahn musste also durch die Mitte kaputt gemacht werden und wurde dann gezogen. Und der hatte echt Schwierigkeiten mit dem Zehen, der Arzt. Aber er hat versucht, mir so wenig wie möglich weh zu tun. Momentan habe ich auch keine Schmerzen, nur im Kiefer halt, weil er halt so ruckeln musste die ganze Zeit. Ich habe sehr viel geblutet, sehr, sehr viel. Ja, und jetzt kann ich nur noch Suppe und so essen, ne? Die ersten paar Tage, und das ist so ein komisches Gefühl, wenn da jetzt ein Zahn fehlt. Naja, ja, ich hoffe, die Schmerzen hören jetzt erstmal auf. Ich habe jetzt geduscht, das hat auch gut getan, aber das war eben mit der Kleinen draußen. Ich bin dann auch kurz runtergegangen, aber ich hatte so Hunger, ich habe nur gefrühstückt, dass ich um 8 Uhr was gegessen habe, also eine Suppe getrunken habe. Ja, ansonsten gibt's nichts. Ach, scheiße. Der ist jetzt draußen mit seinem Freund und der kommt bestimmt auch gleich. Unser Auto muss auch zur Werkstatt. Der Motor macht komische Geräusche, bevor da jetzt irgendwas Schlimmes ist. Müssen wir so schnell wie möglich zur Werkstatt. Ja, sonst geht's mir eigentlich ganz gut.
meine Backe ist auch nicht angeschwollen oder so. Ja, also Schmerzen habe ich momentan keine. Zum Glück. Und sonst ist eigentlich nichts. Nina guckt ein bisschen Pepperwurz. Sie hat auch gerade geduscht. Dann geht sie auch schlafen. Wir haben jetzt 9 Uhr, glaube ich. Und morgen haben wir dann noch einen Termin bei der... Wegen der Krankheit von meinem Bruder, habe ich euch erzählt. Und ich wollte mich dann morgen auch mit meiner Mama treffen. Genau. Also ich würde sagen, gleich geht's weiter mit dem Vlog.